Ja, ein Sonntagsausflug hatte gestern ein schlimmes Ende. Das müssen auch die Menschen geahnt haben, die auf dem Feld bei Marwitz im Landkreis Oberhavel nur noch blaues Licht sahen wegen der vielen Rettungskräfte. Denn es gab mehrere Verletzte, darunter auch Kinder. Und vom Fahrer des Traktors mit Anhänger keine Spur. Auf diesem Feldweg nahe dem Ortsrand Marwitz hat sich gestern Abend ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 18.30 Uhr war dort ein Traktor mit einem Planwagen bei einer Kremserfahrt vom Weg abgekommen und in den Graben gefahren. Der bislang noch unbekannte Traktorfahrer befuhr den Bereich um den Ziegenkruger Weg, als er vermutlich eine Bodenwelle überfuhr, sein Gespann dadurch ins Schlingern geriet und der Anhänger umkippte. Auf dem Anhänger befanden sich 9 Personen, die dadurch verletzt worden sind. Ein 36-jähriger Mann leider auch schwer. Dieser musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Nach Angaben der Polizei waren die Passagiere zwischen 2 und 54 Jahre alt und mussten alle ärztlich versorgt werden. Nachdem der Wagen umgekippt war, ist der Fahrer mit dem Traktor und dem verdrehten Anhänger noch einige hundert Meter weitergefahren, bis er letztlich auf einem Feld zum Stehen kam. Danach sei er laut Polizei zu Fuß in die Dunkelheit geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht Spuren am Traktor und am Anhänger gesichert und mit der Suche nach dem Fahrer begonnen. Natürlich werden alle Möglichkeiten geprüft, beispielsweise so ein Kennzeichen vorhanden, die Halteanschrift wird angefahren, Umfeldermittlungen werden durchgeführt. Also es kann in dem Sinne nicht mehr lange dauern, dass wir da entsprechend dem Halter habhaft werden. Ja, und wenn es jetzt noch nicht aktuell passiert, werden es die Zeugenbefragung ergeben, zeitnah. Auf Nachfrage erzählten uns einige Anwohner, dass der Traktor heute Vormittag von unbekannten Privatpersonen abgeschleppt worden sei. Diese seien dann noch einmal zurückgekehrt, um das Plandach des Anhängers aufzuladen, das am Unfallort liegen geblieben war. Wo sich der alte DDR-Traktor und der Kremser-Anhänger jetzt befinden, konnte auch die Polizei bisher nicht ermitteln.